schicken ihre Kinder natürlich überhaupt nicht auf staatliche Schulen, sondern nur auf Privatschulen. Und das führt dazu, dass sie immer nur eine kleine, gebildete Oberschicht haben. Und in die Breite kann sich das nicht entwickeln. Ja? Und das ist die Krux. Hinzu kommt, dass ein Professor in Jordanien oder in Ägypten, egal ob der in Harvard promoviert worden ist oder nicht, nur einen Hungerlohn verdient. Das heißt, wenn die Familie, so wie früher vor dem Zweiten Weltkrieg bei den Juristen, du konntest nie Jurist werden, wenn deine Familie nicht gut situiert war. Weil der Referendar, erwachsener Mann, in der Regel war der schon verheiratet, ja, hatte 3,5 Jahre Referendarzeit zu bewältigen. Da kriegte der keinen Pfennig. Also konnte das nur funktionieren, wenn die Familie ihn alimentierte. Ja, das hat man natürlich nach dem Krieg abgeschafft. Und deswegen haben wir jetzt auch eine breitere Bevölkerungsrepräsentanz in der Justiz. Aber in der arabischen Welt ist es durchgängig leider nicht der Fall. Und diese Bildungsfrage ist von entscheidender Bedeutung. Die Chance dieser Gesellschaft liegt in der Bildung oder Ausbildung ihrer nachwachsenden Generation. Wenn Sie diese Ölländer mal beiseite lassen, die so viel Geld haben, dass sie sich Spitzenuniversitäten mit ihren Filialen erlauben können, dann ist der Iran wiederum ein positives Beispiel, denn da haben die Universitäten, die staatlichen Universitäten doch von bestimmten ideologischen Beschränkungen mal abgesehen, weiß ich nicht, Biologie, bei bestimmten Naturwissenschaften und so, da haben sie doch ein Bildungsniveau erreicht, was die arabischen Staaten bei ihren Universitäten nicht haben. Und in Kairo natürlich gibt es eine American University und in Beirut auch. Und das sind aber auch private Universitäten. Da müssen sie einen Haufen Geld ausgeben, wenn wir studieren wollen. Nicht? Und wir haben nach dem Krieg einen enormen Aufschwung, auch durch, natürlich nicht in dem Prozentsatz, wie das wünschenswert wäre, durch alle sozialen Schichten bekommen, weil wir eben weder Schulgeld verlangt haben, noch waren die Universitäten kostenträchtig. Das hat sich inzwischen natürlich auch geändert, aber der wesentliche Unterschied zur arabischen Welt ist, dass bei uns jeder, der wirklich studieren will, auch studieren kann, weil er das eben über, auch trotz der Universitätsgebühren, weil er das über ein Darlehen eben auffangen kann. Und die sind ja nur zurückzuzahlen von dem Moment an, wo man selber Geld verdient und einen Job hat. Und wenn man den verliert, dann fällt diese Belastung auch wieder weg. Insoweit ist es zumindest weniger hart als in vielen anderen Ländern. In Amerika müssen sich die Studenten zu Summen verschulden, die, wenn sie hinterher, obwohl sie ein gutes Examen gemacht haben, keinen Job finden, die wissen gar nicht, wie sie das zurückzahlen sollen. Ja? Also die Entwicklung in Libyen sieht gar nicht gut aus. Es könnte durchaus sein, dass die Schalmeien, die wir da aus Brüssel hören, zu einem Katzengesang degenerieren, wenn tatsächlich Gaddafi und seine Clique den Sieg über die Rebellen davontragen wollten. Was macht dann Europa? Der Mann ist delegitimiert, hören wir. Er muss zurücktreten, sagt Frau Merkel. Das beeindruckt den wenig.
Ende siegt auch in so einem Fall die Realpolitik, nicht? Das wäre sehr peinlich für Europa. Ja? Der Sarkozy versucht, die Peinlichkeit Tunesien auszuwetzen, ja? Diese Scharte, die er da erlitten hat, der Glaubwürdigkeitsverlust, indem er vorschnell die schwer zu charakterisierende selbsternannte Übergangsvertretung der Rebellen anerkennt. Aber so eine Gesprächsgruppe, so ein Rat anzuerkennen, hat völkerrechtlich keinerlei Relevanz. Das ist natürlich auch nur ein politischer Akt. Es ist ein symbolischer Akt dazu, der signalisieren soll, schaut her, wir wollen mit euch kooperieren. Nicht? Aber was macht der Westen, der zu Recht darüber nachdenkt, was sind die Folgen einer Flugverbotszone, die wir durchsetzen müssen? Die wir erstens nur umsetzen können, wenn es einen entsprechenden Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gibt, also der eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage. Der zweitens, diejenigen Länder, die das betreiben, dazu zwingt, Krieg zu führen. Eine Flugverbotszone ist Krieg. Ja, man muss wissen, der Gaddafi verfügt über 72 Batterien, Luftabwehrbatterien, sowjetischer Bauart, oder russischer Bauart jetzt natürlich, die sehr gefährlich und sehr wirkungsvoll. Mobile Luftabwehrbatterien, SA-6 und SA-8. Der braucht die nur, im Libanon war das gang und gäbe. Die Faschisten, die Falangisten haben das gemacht und die PLO auch. Die haben ihre Stalin-Orgeln und was auch immer sie hatten, direkt auf das Dach von Kreml ausgestellt oder Kindergarten. Ja, haben sie alle gemacht. Ja? Und das würde der natürlich auch machen. Ja? Direkt neben der Schule. Und was macht dann hinterher die NATO? Das ist doch so ähnlich wie jetzt in Afghanistan. Also jahrelang haben sie da die Zivilisten abgemurkst und das hat die Stimmung nicht gerade gefördert. Nicht? Das hat ja auch dazu mal getan, dass der Westen da als Eindringling gesehen wird. Das ist ein schwer zu lösendes Problem. Hier steht auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel des Westens, werte, verbundene und wertorientierte Außenpolitik. Man kann sich die Leute dauernd dazu auffordern, Freiheit und Demokratie und Selbstbestimmung anzustreben und wenn es dann um die Wurst geht, zu Kaffee trinken. Angeblich, ja. Auf der anderen Seite, was sagt die arabisch-islamische Welt insgesamt und auch die Bevölkerungen, wenn durch den Militäreinsatz des Westens die Zivilbevölkerung betroffen ist? Aus meiner Sicht hat die EU, Amerika ist ein gebranntes Kind. Obama ist ein Multilateralist, der will keine Alleingänge, anders als George W. Bush, der ja mit jedem Alleingang auch alles immer schlimmer gemacht hat. Die Europäer sind nicht nur ein dissonant auftretender Chor. Das sind immerhin 27 Länder, die unterschiedliche außenpolitische Interessen haben. Ja, dass sie, verbindet sie eben nicht. Ja. Hier rächt sich aus meiner Sicht der beklagenswerte Umstand, dass Vertiefung eben nicht vor Erweiterung
sondern umgekehrt. Die haben die immer weiter vergrößert, die EU, ohne die Voraussetzungen, die politischen Voraussetzungen für eine solche Erweiterung zu schaffen. Die Herr Lamas, ja, bin ja sonst eher linksliberal, aber der war ein kluger Außenpolitiker. Herr Lamas, Karl Lamas, vielleicht erinnern Sie sich noch an den, ja, das war der außenpolitische Sprecher der CDU in den 90er Jahren. Und der hat es immer gefordert. Das war, wie gesagt, der außenpolitische Vordenker von unserem heutigen Finanzminister. Also, die EU ist gar nicht in der Lage, außenpolitisch zielgerichtet zu handeln. Sie sind dauernd damit beschäftigt, einen kleinen oder kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. So kannst du natürlich als eine der großen Wirtschaftsblöcke dieser Erde eine Außenpolitik machen. Deswegen verteilen die auch immer nur Mäuse. Unsere Mäuse. Ja? Man stelle sich vor, wie lange die gebraucht haben, ein Beispiel, es gibt ein Assoziierungsabkommen zwischen Israel und der Europäischen Union. Da steht wörtlich und glasklar drin, Produkte, die in israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten hergestellt werden, also da, wo die Palästinenser ihre Heimat aufbauen wollen, bei ihrem Staat, besser gesagt, die Heimat ist es ja, die genießen keinerlei Zollvorteile. Dafür muss Zoll bezahlt werden. Die EU war jahrelang nicht in der Lage, das in die Praxis umzusetzen. Warum? Immer auf Arbeitsebene, das immer auf technischer Ebene und so. Die Fachleute trafen sich da. Warum? Weil so Länder wie die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Deutschland das verhindert haben. Mit Rücksicht auf die friedensliebenden Israelis. Ja? Die sind jederzeit friedensbereit, aber sie haben keinen Friedenspartner, keinen Verhandlungspartner, wie wir gesehen haben. Es steht in all diesen Papieren drin, die haben sich bis auf die Unterhose ausgezogen und die Israelis haben trotzdem nichts gemacht. Ein sehr unangenehmes Thema, was die deutsch politisch interessierte Bevölkerung mal selbstkritisch wirklich hin und her wägen sollte, in Verbindung mit der Politik, die wir da machen. Sehr ärgerlich. Und ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das Glaubwürdigkeitsproblem des Westens, das perpetuiert sich in Verbindung mit dieser Situation, die wir jetzt in Libyen haben. Zweites Beispiel, da will ich so lange reden. Zweites Beispiel, Bahrain. Also, wir können jetzt nicht auf die Details eingehen, was passiert in Tunesien oder was passiert in Ägypten auf dem Weg zu einer freiheitlich verfassten Gesellschaft. Das weiß keiner, ob das gelingt und niemand weiß, wie lange wird das dauern. Man kann nur als Westen da flankierende Hilfe leisten, über die politischen Stiftungen etc. pp., indem man die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Tunesien zum Beispiel, aber auch in Marokko und in Ägypten, indem man diese fördert, also die einheimischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Institutionen. Intervention ist immer verkehrt. Aber nehmen wir Bahrain, ein kleines Emirat, nennt sich jetzt Königreich.